Hallo und herzlich willkommen. Darf euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz von dem Hansa Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am Sonntag um 13.30 Uhr. 1476 Tickets haben wir vorab verkauft an unsere Fans. Die Tageskassen haben aber auf. Alle Informationen wie immer auf unserer Homepage www.fc-hansa.de. Herzlich begrüßen darf ich auch unseren Cheftrainer Alois Schwarz. Alois, Erkältungswelle geht rum. Ich bin froh, dass du fit und gesund bist. Ich hoffe, was die Mannschaft angeht, sieht's genauso gut aus. Ja, alles mal ein Hallo. Ja, lieber könnte ich ein bisschen verschnupft sein, aber Yannick Bachmann ist es und deswegen wird er wahrscheinlich für Sonntag ausfallen, der krank ist. Bekannt ist Nico Neidhardt und Straussi, die nicht zur Verfügung stehen. Patrick Nkor hat Knieprobleme, der auch nicht zur Verfügung steht. Ansonsten, ja, Lukas Scherf, Trainingsrückstand, aber der sieht schon gut aus bei ihm. Da freuen wir uns, dass er auf einem guten Weg ist. Jonas David hat heute auch trainiert. Das war beschwerdefrei, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es für Sonntag reicht. Da müssen wir aber mal morgen sehen, wie der Körper reagiert hat. Oh ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Dankeschön, Alois. Dann wünschen wir unseren angeschlagenen und kranken Spielern erstmal gute Besserung und machen dann gleich weiter mit euren Fragen. Tommy Bastian von der Ostsee-Zeitung. Ja, hallo Trainer. Ich würde da mal anschließen. Sie haben Nico und Straussi kurz erwähnt. Können Sie da mal ein Update geben und vielleicht gleich im Zusammenhang? Markus haben Sie jetzt nicht erwähnt. Da hatte Marat heute den Termin abgesagt, weil er behandelt werden muss. Wie geht's Markus? Markus? Der wird eine ganz reguläre, normale Behandlung haben. Also, ja. Also da ist nichts. Da habe ich jetzt gerade, sonst hätte ich jetzt, da ist nichts, nein. Straussi und Nico sind natürlich auf dem Weg der Besserung, es hat sich gebessert, aber für Sonntag und gegebenenfalls auch für das nächste Spiel auf jeden Fall wird noch nicht zur Verfügung stehen. Das kann man definitiv sagen. Ob es dann zum letzten Spiel reicht, muss man mal schauen. Ja, nochmal daran anknüpfend, das Spiel der zweiten fällt ja heute aus und Lukas Scherf haben Sie eben auch angesprochen, der wäre vielleicht ja ein Kandidat gewesen, da nochmal Spielpraxis zu sammeln. Wie ärgerlich ist es vielleicht, dass das Spiel eben nicht stattfindet? Ja, ist natürlich schon ärgerlich, aber man muss halt sehen, die Witterungsbedingungen lassen es nicht zu, dementsprechend ist es jetzt so. Es wäre schon schön gewesen, wenn der eine oder andere noch spielen hätte können, aber letztendlich sind wir erstmal froh, was gerade Lukas betrifft, dass er auf einem guten Weg ist, nach diesen ja, vielen Problemen, die er hatte mit seinem Wadenbeinbruch und dann noch die Blinddarmentzündung, die ihn richtig rausgenommen hat, ist er zumindest jetzt mal auf einem sehr guten Weg. Aufs Spiel geschaut, Karlsruhe ist ja eine ähnlich spielstarke Mannschaft, aus meiner Sicht jedenfalls wie St. Pauli, auch wenn sie nicht so weit oben stehen. Wie wollen Sie dem begegnen? Welche Lehren haben Sie vielleicht aus dem Pauli-Spiel gezogen? Also erstmal ist es eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, eine Mannschaft, die schon lange zusammenspielt, gerade auch was die Achse betrifft, von hinten angefangen mit Franke oder Gondorf, Wanicek, Nebel, Schleusener, die eine gute Achse haben, Stindl dazu gewonnen, also eine Mannschaft, die auch einen sehr, sehr guten Ball spielt, die jetzt auch im letzten Spiel sehr, sehr viele Torchancen rausgespielt hat, wissen wir schon, was auf uns zukommt. Sie kriegen es auch nicht immer so hin, deswegen sind von der Punktzahl sind sie ähnlich wie wir. Und das müssen wir halt versuchen, da auch aktiver dran zu gehen. Ich meine, wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Start gehabt gegen Pauli. Das hätte eigentlich eine Brust geben sollen. Und so ein Sonntagsschuss von Saliakas hat uns irgendwie komplett aus dem Ding genommen. Dann das darf uns eigentlich nicht passieren, weil es kann immer mal passieren, ein Tor, ein Gegentor. Da haben wir uns dann wirklich nicht gut verhalten. Trotzdem muss man sagen, St. Pauli hat uns am Leben gelassen und trotzdem hätten wir hinten raus eigentlich noch einen Punkt haben können. Und das müssen wir auch besser machen, die Effektivität vorne. Wir spielen gute Möglichkeiten raus, wir haben wirklich schon viele gute Möglichkeiten rausgespielt, aber wir lassen auch zu viel liegen. Sie haben eben schon so ein paar Namen genannt, allen voran vielleicht Stindl, der ja schon in der Bundesliga ein Topspieler war und das sicherlich in der zweiten Liga noch viel mehr ist. Der bewegt sich viel zwischen den Linien, zwischen den Ketten der gegnerischen Mannschaft. Ähnlich hat es ja Pauli gemacht. Wie wollen Sie das diesmal besser verteidigen? Ja, wir haben das analysiert, dass wir uns da teilweise auch ein bisschen zu arg auseinanderziehen lassen haben, um dementsprechend auch die Lücken dann freizugeben. Da müssen wir ein bisschen enger arbeiten. Wir müssen kompakter stehen, um auch den Zugriff besser zu haben und sich auch miteinander gegenseitig zu helfen. Da haben wir einfach nicht mehr den Zugriff gekriegt nach dem
Und das hat Pauli dann eiskalt in 8 Minuten ausgenutzt. Und dann da weiter zurückzukommen, ist schon schwer. Wir haben es nochmal geschafft, leider nicht ganz. Aber das darf uns jetzt im nächsten Spiel nicht passieren. Ne? Wir müssen da enger stehen, wir müssen besser miteinander arbeiten und dem Gegner nicht diese Möglichkeiten geben. Alle Fragen beantwortet? Perfekt. Super, dann ja, Alois, dir und der Mannschaft viel Erfolg am Sonntag und natürlich auch der Frauennationalmannschaft morgen Abend gegen Dänemark hier im Ostseestadion auch maximale Erfolge. Ja, danke schön.